Mary? Ja? Machen Sie zwischendurch auch mal frei? Gehen Sie aus oder verabreden Sie sich? Oh, heute Abend habe ich ein Date. Ja, mit Steve. Ich glaube, seine Mutter hält ihn für schwul. Und ich werde von meinen Eltern verkuppelt, um seine Sexualität zu testen. Schönen Dank auch. Jetzt muss ich mich aber beeilen, wenn ich mich heute Abend noch verlieben und verloben will. Die Hochzeit vorbereiten will mit Plastikbrautpaar oben auf der Torte drauf, die beide so dastehen. Wenn du je Enkel haben willst, musst du vorher die dämlichen Stiefel verbrennen. Für Mary. Mary, dein Date ist da. Er ist heiß. War es Liebe auf den ersten Blick. Hallo Mary, ich bin Steve. Er ist sowas von nicht schwul. Für Steve. Oh, wow. Alles in Ordnung? Nicht. Ja, in Texas tobt ein Hurricane. Ich muss arbeiten. Ich wünschte, du könntest mich begleiten. Dieses Jahr. Ich begleite Steve bei seinem nächsten Job. Schlimmes Unwetter, ich weiß. Macht sie sich auf den Weg. Anhalten! Haferkekse! Wollen wir uns die teilen? Und je weiter sie kommt. Du kannst nicht hierbleiben. Aber du hast gesagt. Ich bin ein Mann. Wir sagen Dinge, die wir nicht meinen. Woher soll ich dann wissen, dass du meinst, was du jetzt sagst, wenn du sagst, dass du nicht meinst, was du sagst? Desto mehr strengt sie sich an, um ihn rumzukriegen. Erinnerst du dich an Mary, das Blind Date? Ihr zwei gehört zusammen. Von den Produzenten von Miss Undercover und Ein Chef zum Verlieben. Es geht darum, einen Weg zu beschreiten, zu dem man auch steht. Manchmal braucht man etwas länger, um zu begreifen. Wir machen gleich Pause. Wollen wir die nicht zusammen verbringen? Ist Steve auch da? Was meinst du, wer mich geschickt hat? Oh. Dass die, die nirgendwo reinpassen. Sie sieht Dinge, die andere Menschen übersehen. Und sie gibt nicht vor, jemand zu sein, der sie nicht ist. Diejenigen sind, die am meisten herausstechen. Mary, du darfst dich nie ändern. Für niemanden. Das muss man aber herausfinden, bevor es zu spät ist. Steve! Sandra Bullock. Was? Ist jemand in die Mine gefallen? Verrückt nach Steve. Demnächst nur im Kino.